Hey, hier ist wieder Kusula. Und es ist immer noch der gleiche Tag wie wie in der letzten Aufnahme. Und ja, ich bin halt hier in Level aufgestiegen. Nee, was wollen wir tragen? Muss ja den Hexen. Ich bin Level aufgestiegen und dann haben wir ein neues Seed freigeschaltet. Und dann dachte ich mir, ach, zeigen wir das direkt mal, ne? Ja. Direkt dieser schwere Scheiß am Anfang, ey. Oh. Voice of Spring. Ich kann eher noch ein bisschen. Oh, während der Aufnahme beleckt das immer so. Das ist total. Oh ja. Nein. Ah, Scheiße. Alter, das laggt. Vor allem ist es. Ich verliere irgendwie immer den Mauszeiger aus den Augen auf diesem Bild. Der ist so winzig und du versteckst dich so leicht. Das ist total schwer. Okay, was ich jetzt. Boah, Alter. Boah. Was ich jetzt. Oh, Scheiße, bin ich schlecht. Was ich jetzt eigentlich erzählen wollte, ist. Oh, mir gestern immer noch diese koreanische Band im Kopf, ne? Die Shiny, erinnert euch die letzten Parts. Ich kann ja ein bisschen was dazu erzählen. Oh, Scheiße! Fuck, ich muss umrechnen. Ah! Meine Hand war schlecht positioniert beim. Boah, Mikrofonkabel. Oh, der Bildschirm weint. Oh. Okay. So, jetzt der Band wieder zurück, ja? Ist so eine richtige typische Boygroup und, oh, fuck. Ich hab, wie bin ich nochmal auf die gekommen? Ich hab, kennt ihr die Fine Bros? Das ist ein amerikanischer YouTube-Channel und die machen Videos, wo YouTuber, Teenager, Kinder oder alte Leute auf Sachen im Internet reagieren. Also so die Reaktionen abfilmen und so bla. Und das ist dann. Und in dem Fall war es halt YouTubers React to K-Pop. Und da war dann halt von Shine oder Shiny, wie auch immer jetzt, ne? Das Lied Lucifer drin, wie die dazu reagiert haben und so bla bla bla. Und da ich letztes halt viel von K-Pop gehört hatte, wollte ich mich da auch mal so ein bisschen informieren und so. Ich kannte schon die koreanische Band Girl Generation. Die Abkürzung, glaube ich, SN. Nee, SDN. Weiß ich nicht mehr. Scheiße. Und ja, aber ich wollte mich dann über eine Boygroup mal informieren, weil für die kann man besser schwärmen, sage ich jetzt mal, besser rumfangirlen. Und dann gab es da auch noch die andere Band Big Bang. Habe ich mir auch ein paar Lieder von reingezogen als erstes, aber die gefielen mir nicht so gut, weil die Typen sahen auch schon was älter aus und der Sound war eher so ein bisschen mehr elektromäßig und so. Ich meine, ich habe da nichts gegen oder so, aber ich wollte halt so ein bisschen mehr Boygroup-mäßiges, ne? Und dann, ja, habe ich mich halt über Shine informiert und dann. Die sehen echt so verdammt gut aus, ne? Es ist so krass. Und ich habe tatsächlich jetzt 3 Tage damit verbracht, Videos, also so, wo die in TV-Shows waren oder so, oder und halt auch diese Musikvideos anzugucken und versucht, die auseinanderzuhalten. Weil, wenn man da nicht so ganz drin ist, dann sehen die Föhnen alle gleich aus. Vor allem, weil die in jedem Cut des Musikvideos die Frisur und Haare, die Frisur und die Klamotten und das Make-up ändern. Da kann man die doch gar nicht auseinander und wechseln die Haarfarbe und in jedem Musikvideo sehen die komplett anders aus und in jedem Cut des Musikvideos. Ey, das ist so verwirrend, wie soll man die da auseinanderhalten? Und dann ja, habe ich 3 Tage lang damit zugebracht, mir die Gesichtszüge einzuprägen. Und irgendwann konnte ich die dann auch auseinanderhalten. Also jetzt, nach 3 Tagen auf jeden Fall. Und was lustig ist, den ich als erstes immer wieder erkennen konnte, also sofort identifizieren, war der hässlichste von denen. Das ist so ein. Oh nein, ich würde zu Bett gehen jetzt, ne? So ein etwas muskulöserer. Muskulöserer? Den fand ich am hässlichsten. Keine Ahnung. Und dann, den konnte ich sofort identifizieren immer. Und einen anderen, der hatte so ganz, ganz in Asien allgemein haben die ja meistens so stitzigere Augen, ne? Und meistens auch so. Wie soll man das beschreiben? So, ich hab's jetzt Augenwülste genannt. Aber die sind was, wie soll man das beschreiben? Die Haut um die Augen rum ist was dicker. Die geht nicht so rein wie bei uns. Und die ist was, die steht so ein bisschen raus, weißt du?
sieht ein bisschen geschwollen aus. Das klingt so fies. Aber das ist halt da so. Genau. Und einen, der hatte das ziemlich viel, den konnte ich auch dann ziemlich schnell identifizieren immer. Es sei denn, die waren in den Videos extrem bearbeitet und geschminkt. Dann hatte ich wieder Probleme. Oh Scheiße, wer ist das jetzt nochmal? Warte mal, ist das irgendwas Besonderes? Ja, der sagt irgendwas. Ach Mann, ey, so kann man hier nicht labern. Hurra! Hä? Du hast nichts zu tun? Ja? Willst du ein Reimspiel spielen? Ein Reimspiel? Genau, ich bin darin ziemlich gut. Das ist gar nicht typisch für Kip. Warum sollen wir es nicht spielen? Okay, dann fange ich an. Hose. Hose. Dose. Bosse. Was? Gilt das? Ja. Das reimt sich auf Hose. Wirklich? Ja, jetzt los. Du bist dran, Prinzessin. Okay. Warte, er hat Bosse gesagt eigentlich. Eigentlich eher Soße, oder? Oder Bosse? Pose? Franzose? Ich sage jetzt Franzose, weil es lustig. Also gut, dann Franzose. Posse. Was ist denn Posse? Das reimt sich nicht. Doch, du bist dran. Kip macht mir heute etwas Angst. Jetzt komm, du hast kaum noch Zeit. 5, 4, 3, 2. Was? Ich wusste nicht, dass die Zeit beschränkt ist. Ach, mir fällt nichts ein. Unterhose. Schose. Ach, mir fällt nichts ein. Virtuose. Schose. Ey, das hast du eben auch schon gesagt. Mist. Du kannst nicht das gleiche Wort zweimal sagen. Noch einmal. War es nicht so, dass wenn man das nochmal spielt, dass man dann gar nicht mehr raus darf an dem Tag? Ich meine, wäre befreiend von wegen nicht tanzen und so, aber ich gehe aus. Ich glaube, ich gehe heute aus. Warte auf mich. Tschüss. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Titel des Tages war. Verdammt. Das ist der Rumba-Strang. Man sagt das Geräusch. Ach. Ich vergesse es immer wieder. Ich brauche das nicht mehr vorlesen. Es wird bald 11 Uhr bei mir hier. Oh, was für schöne Blumen. Wie sie wohl heißt? Ah, war klar, dass jetzt sie hier kommt. Wie auf Kommando. Das Wort Blume wurde gesagt. Tsch, ich bin da. Hey, Corsella, was machst du? Ah, genau der Prinz, den ich sehen wollte. Ich habe mich gefragt, ob du den Namen dieser Blume kennst. Ich bin froh, dass du an mich denkst. Diese Blume? Sie heißt Azale. Azale? 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 War das richtig? Wow, du musst es nicht mehr darüber nachdenken. Danke. Und wie heißt denn diese Blume? Ich will auch den Namen dieser Blume wissen. Dann lass uns viele verschiedene Blumen finden. Ja, ich denke mal, sonst haben wir hier nicht viel zu tun. Okay, sollen wir mit dieser anfangen? Ihr begebt euch auf die Suche nach Blumen und kommt zum Wiener Waldsee. Am stillen Seeufer hallen Vogelrufe wieder. Wow, ich kann nicht glauben, dass wir bis zum Wiener Waldsee gegangen sind. Ja, lass uns irgendwie herumlaufen. Okay. Ihr geht am Seeufer spazieren. Hey, Liam, sieh dir das an. Ein Regenbogen wölbt sich über den See. Oh, es ist ein Regenbogen. Ich habe gehört, dass das Tanzpaar, das den Regenbogen sieht, glücklich leben wird. Wirklich? Wie romantisch. Ja. Da wir den Regenbogen gesehen haben, sollten wir vielleicht für heute Schluss machen. Ja, was für eine Logik. Nee, verstehe ich nicht ganz. Ehrlich mal, was soll das? Tangogarten? Oh, wir sind in einem anderen Bereich noch gar nicht alle durchgegangen, oder? Du siehst dich um. Du hast eine Glücksblume gefunden. Boah, nee. Alter, wir sind schon 100% bei dem. Das ist uns doch nichts. Nee, habe ich jetzt keine Lust zu. Im Jive Park haben wir aufgehört, ne? Sonst ein Sommerplatz. Cha-Cha-Cha-Arena waren wir jetzt noch nicht, oder? Nee. Aber was... Es passieren nur zwei Sachen am Tag, glaube ich, oder? Und es gab das Reimen mit Kip und jetzt... Okay, ich treffe noch einen. Okay, dann zählt das Reimen mit Kip nicht. Du triffst auf Vince, der sich ein Pferd ansieht. Ob er wohl an den Sturz denkt, den er beim Pferderennen hatte? Ruf ihn. Vince bemerkt dich, bevor du rufen kannst. Jo, was machst du denn hier? Ich könnte dich das gleiche fragen. Was hast du gemacht? Ich habe mir Pferde angesehen. Warum wird dir nicht öde, den ganzen Tag rumzurennen?
Oh, ja? Alles andere ist geschlossen. Mir ist so langweilig. Nun, vielleicht können wir jetzt auf ein Date gehen. Wie wir es direkt als Date bezeichnen. Du hast einen Partner, Mann. Du gehst fremd. Das hört sich gut an. Ich weiß, da die Geschäfte auf dem Markt geschlossen sind, können wir da Verstecken spielen. Okay, ja, das ist eine gute Idee. Okay, gehen wir zum Sommerplatz. Okay, wir spielen Verstecken. Er kommt auf den Sommerplatz an. Auf dem Sommerplatz gibt es viele Geschäfte. Wow, wie du uns sehen. Die meisten davon sind wegen des Feiertags geschlossen. Was ist denn heute für ein Feiertag? Okay, also du fängst an. Was? Bis dann. Du darfst mich suchen. Komm, nachdem du bis 100 gezählt hast. Mit diesen Worten geht Vince. Ach, dieser Vince. Zähle bis 100. Ja, ich mach schon. Du entschließt dich bis 100 zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 96, 97, 98, 99, 100. Und die anderen Zahlen hat sie nicht gezählt. Mann. Such Vince. Du entscheidest dich, Vince zu suchen. Wo er sich nun versteckt. Schau dich in der Gegend um, such weiter in den Markt, geh weiter in den Marktbereich. Achso. Schau dich in der Gegend um. Du siehst hier in der Gegend um. Die Fässer sehen verdächtig aus. Welches soll ich mir mal ansehen? Das linke Fass, das Fass in der Mitte, das rechte Fass. Das rechte Fass. Beschlossen, das rechte Fass. Doch das Fass ist leer. Wo sich denn versteckt? Kann man das hier nochmal machen? Du begibst dich tiefer in dem... jetzt habe ich das andere gedrückt. Oh, ich bin so konzentriert. Du begibst dich tiefer in den Marktbereich. Wo sich denn versteckt? Schau dich in der Gegend um. Du siehst dich in der Gegend um. Diese zwei Kisten sehen verdächtig aus. Welche sollte ich mir mal ansehen? Wieder die rechte Kiste. Doch die Kiste ist leer. Wo sich denn versteckt? Kann ich es jetzt nochmal machen? Die zwei Kisten sehen verdächtig aus? Ja, kann ich machen. Vince ist daran verstärkt. Ich habe dich gefunden, Vince. Ah, du hast mich gefunden. Ich war sicher, du könntest es nicht. Christella, du bist ein Genie beim Verstecken spielen. Wirklich? Als würde mich ein solches Kompliment glücklich machen. Warum denn nicht? Was? Mich würde es. Pff, oh, Vince. Ja, wieso? Bist du mal in etwas gut, du Mädel? Hallo? Also, willst du für heute aufhören? Klar! Yes, endlich! So hörte sich das gerade an, oder? Ihr lasst den Samba-Platz hinter euch. Okidoki. Ich weiß, was jetzt kommt. Tanzen. Oh. Heute ist ein Feiertag im Blumenkönigreich. Also ist das Tanzstudio heute geschlossen. Okay, schau dich um. Das ist das Tanzstudio. Das Tanzstudio ist leer. Wow, okay. Was ist denn heute für ein Feiertag? Was habe ich denn verpasst? Ich habe auf den Titel des Tages nicht gelesen. Das ist die Tanzhalle. Hier werden die Wettbewerbe abgehalten. Schau dich um. Sieh dich um. Es scheint nicht, als ob heute jemand da ist. Da kann man nämlich allein tanzen, ne? Ja, und im Tango-Garten kann man, glaube ich, auch allein tanzen. Dann würde ich sagen, mache ich das mal. Ja, mache ich. Okay. Bis gleich. So, ich habe das Tanzen und so beendet. Heimliche Stunde. Okay. Huch. Wir starten hier. An diesem Tag warst du mit Klaus im Schlossgarten verabredet. Ihr seid spazieren gegangen und habt euch unterhalten. Und dann sagte er, ich kriege keine Luft. Das muss komisch gewesen sein. Wie die ganze Zeit vergeht. Ach, das waren Glockenläuten im Hintergrund. Seit ich dachte, was ist jetzt denn los? Wir sollten mal zur Tanzstunde gehen. Ja, okay. Aber, wir wollen mich haben. Als... Oh. Verstehe. Die kommt also an. Cynthia sieht sehr einsam aus. Wie sie so allein im Tanzstudio ihre Schritte übt. Hey, es ist Cynthia. Vielleicht sollten wir woanders üben. Oh Gott, kann ich jetzt alles verkacken? Ich habe gespeichert, ne? Also es ist kein Problem. Ich sag es mal ja, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, okay. Okay, sei ganz still. Schleich, schleich. Wegrennen, das musst du nicht.
Cynthia starrt in ihre Richtung. Oh, hey Cynthia! Hab dich gar nicht bemerkt, lange nicht gesehen! Ja, das stimmt. Wie geht es dir, Costella? Mir geht es gut. Gut. Hat ihr gesagt, und dir? Ich hab zu schnell weggeklingt. Cynthia übt weiter ihre Schritte. Wie wäre es, wenn wir auch üben, Klaus? Ja. Okay. Ich habe bei diesem Lied immer noch keinen Perfekt erzählen können, deswegen übe ich das jetzt mal weiter. Und es ist halt für mich schon wieder ein Stopp, ne? Aber wir sind an dem Tag noch nicht rumgegangen. Ja, dann wird das jetzt mal ein längerer Part. Das ist aber der letzte, den ich heute aufnehme. Ich bin müde. Eigentlich noch nicht. Aber ich sollte morgen früh raus, deswegen, ja. Okay, dann tanze ich jetzt schnell und dann gucken wir noch rum an den Tag, okay? Bis gleich. Oh, es passiert doch noch was. Ich hab's ja schon fast befürchtet. Ich habe schon Essentanz getanzt, ne? Und jetzt kommt dich hier an. Klaus, alleine kann man nicht tanzen. Cynthia, du musst an deinen Partner denken. Verschwende dein Talent nicht. Okay, verstanden. Also, tschüss. Was? Was sollte das jetzt bedeuten? Sind wir jetzt eine Verschwendung oder was? Ich dachte, die wollte jetzt den haben oder so. Also, sollen wir wieder üben? Ja, lass uns. Nö. Hä, was war das denn? Oh, keine Ahnung. Bis gleich. Ich hatte gerade überlegt, aber ja, die Folge geht ja noch weiter. auch alles absuchen, ne? Oh, ich habe keine Lust, ey. Ich bin wieder ein Level aufgestiegen. Das heißt, wir haben wieder ein neues Lied bekommen. Ich glaube, es heißt Türkischer Marsch. Aber ich will das noch nicht spielen, weil ich will erstmal dieses Voice of Spring perfekt hinkriegen. Das habe ich immer noch nicht hingekriegt. Ich weiß nicht warum, aber ich verkack das immer. Inzwischen leckt es auch immer. Ich kann ja die Schuld darauf schieben. Auf jeden Fall will ich das noch schaffen, bevor wir den neuen Tanzer machen. Ich denke mal, dass wir dann in der nächsten Folge, ja, werde ich dann die ersten drei Versuche wahrscheinlich nutzen, um Voice of Spring perfekt hinzukriegen. Und wenn ich es dann in der Zeit nicht geschafft habe, dann werde ich euch den türkischen Marsch zeigen. Und vielleicht... Nee, ich werde eh nicht dran denken, mir ein Thema rauszusuchen. Kommt ja eh mal spontan, wenn ich aufnehme, deswegen ist das ein bisschen doof, denn zu planen, keine Ahnung, ist da nicht so nee. Ist überhaupt irgendwas? Ist das jetzt total unnötig, wenn ich fragen darf? Weil in dem ganzen anderen Bereich war nichts. Ich brauche keine Glücksblume, verdammt. Wir sind schon so perfekt zusammen, klar. Jetzt ist nur noch der Ort übrig. Also wenn hier... Hier ist nichts. Ich hätte mir sparen können. Habe ich das jetzt an dem schon... Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Episode ist jetzt einfach beendet. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.